Ja, es ist fantastisch. Ich gebe zu, ich bin noch etwas geplättet von dieser rauschenden Ballnacht. Ich glaube, das war große Klasse im Sinne des Sternenprinzen galaktisch gut. Aber jetzt werden wir generalmobil gemacht und es geht einfach weiter. Das zeigt einfach, dass die Vorsicht uns Energie und Schwung gibt. Aus meiner Sicht eine der ganz wenigen Dinge, die wirklich ganz umfassend Gemeinschaft stiftet. Und das ist wunderbar, das jedes Jahr aufs Neue zu erleben. Es ist wichtig, das ist eine Veranstaltung der Garden. Und die Garden zeigen sich hier und sagen, die sind dabei. Und es wird jetzt geht richtig los. Ohne Garden gibt es keine Fasnacht. Ja, man spürt schon mal die Temperatur, man kommt schon mal ein bisschen auf Temperatur. Und das ist eine schöne Veranstaltung, jetzt mal von gestern drinnen, heute draußen. Also Phase beginnt, jetzt geht es Schlag auf Schlag jede Woche mit Sitzungen überall und Ausmärschen vom Prinz und Veranstaltungen unter der Woche, ob das jetzt Ex-Prinzentreffen ist oder heute unsere Bürger- und Prinzengarde hat heute Vereidigungsfeier. Also es sind jetzt ständig Termine die nächsten 5-6 Wochen. Man ist stolz, dass Fulda so zusammenwächst und zusammenhält und in der Vorsitz diese Loyalität untereinander zeigt. Das ist schon wunderbar. Darauf ein kräftiges Pöltschwoll! 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 Ihr seid Spitze! Osthessen News. Sehen, was bewegt.